Ich habe heute die Gelegenheit, mit einem der bekanntesten Schauspieler Österreichs zu sprechen, mit Herrn Professor Fritz Muliar. Jeder kennt Sie als grandiosen Darsteller des braven Soldaten Schweig, aber wie hat Ihre Karriere begonnen? Am Anfang, kann man nur sagen. Ich habe angefangen, Theater zu spielen im Jahr 1937, und zwar in einer Kleinkunstbühne. Und die große Leiterin dieses wunderbaren Kabarets hat Stella Kartmann geheißen. Und da waren sehr viele Leute, die aus Deutschland emigrieren mussten. Fritz Schrecker, der später dann im BBC den gefreiten Hirnschall gesprochen hat. Willy Kennedy, Benno Feldmann und Heidemarie Hatteier, Hilde Krahl, also ganz interessante Leute. Und dieses politische Kabarett wurde natürlich 1938 geschlossen. Einige von den Kollegen sind in die Emigration getrieben worden oder konnten wenigstens noch in die Emigration gehen. Und dann bin ich 1940 im August eingerückt und war 6 Jahre Soldat. Und nachher war ich, nachdem ich in britischer Gefangenschaft war, in Süditalien, bin ich in die britische Zone entlassen worden, Kärnten, Steiermark, habe dort am britischen Sender, im sogenannten Radio Alpenland, im Studio im Kreuzbergl Bunker in Klagenfurt, habe ich dann als Sprecher begonnen und dann wurde ich an der Stimme erkannt und nach Graz engagiert und war dann 3 Jahre in einer sehr glücklichen Zeit in Graz, muss ich sagen. Und haben Sie den Walter Koschatzky damals getroffen? Und da gibt es auch eine Geschichte. Wir haben, als ich im Igel war, und nach einem Landestheater haben wir natürlich wenig verdient. Und es haben sich ein paar junge Leute zusammengetan und die haben gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen was dazu verdienen. Und da hat einer den Text geschrieben und einer hat Klavier gespielt und einer hat das Management gemacht und ein paar haben gespielt. Und am Klavier saß der Walter Koschatzky und der hat es immerhin bis zum, nicht nur zum Hofrat, sondern zum Chef der Albertina gebracht. Und ein wunderbarer Mann. Und wir haben uns immer sehr gefreut, wenn wir uns unserer Nachkriegsjugend gedenken, wenn wir uns irgendwo getroffen haben und gesagt, meine Verehrung, Herr Kammerschauspieler, Herr Hofrat, das war, hat sehr komisch geklungen. Und nach dem Krieg waren Sie viele Jahre im Simpel? Ja, aber meistens nebenbei. Ich war am Raimundtheater engagiert, habe dort gespielt mit dem Albachräti, mit der Röck. Sehr viel mit dem Hesters gespielt, mit Max Brod, dem großen jüdischen Komiker, bei Rudolf Marek und nach Texten von Hugo Wiener. Das waren wunderbare Zeiten. So die Grottendorfer hat es gegeben als ganz junges Mädel. Die Nadia Tiller ist damals noch als Hutmodell durch die Gegend gegangen. Ich habe sie jetzt vor kurzer Zeit gesehen. So eine 80-jährige Frau ist immer noch sehr schön. Und es war eine interessante Zeit. Ich habe auch damals durch die Röck meinen ersten großen Film bekommen, Das Kind der Donau. Ich habe ihn vor kurzem wieder gesehen, ohne Herr der Dreck. Aber er hat lang gedauert und hat viel Geld verdient. Und ich kam dann wieder in den Simpel, da war ich dann eine Zeit hauptberuflich im Simpel. Und da kam Gustav Manker, der große Theaterregisseur, Volkstheater, Co-Direktor, Direktor war Leon Epp. Und der hat mich ans Volkstheater geholt. Und und dann bin ich 6 Jahre am Volkstheater geblieben. Dann habe ich mich dort mit irgendwem gestritten. Ich habe in meinem Leben sehr viel gestritten. Ich habe gesagt, ich lasse mir nichts gefallen. Und dann bin ich an die Josefstadt gekommen. Da war ich 13 Jahre. Sehr glückliche 13 Jahre. Und Gerhard Klingenberg hat mich dann an die Burg geholt. Es sollte eine Probezeit werden, wenn wir sehen, wie sich der Muliar da tut. Der Meierhofer war gerade gestorben, das Fach war frei und aus dieser Probezeit sind 20 Jahre geworden. Was war denn Ihre beste Rolle, Ihre wertvollste Rolle im Burgtheater zum Beispiel? Das kann man schwer sagen. Also ich habe den Knirim auch dort gespielt, ich habe Heimliche Liebe, Heimliches Geld gespielt. Ich habe Liebesgeschichten, Heiratssachen gespielt. Ich habe aber auch, und dafür habe ich die Keinsmedaille bekommen, habe auch den Beecham in der Dreigroschenoper gespielt. Den Natter im Weiten Land, mich sehr gefreut hat.
Und gibt es auch eine Rolle, die Sie gerne gespielt hätten, aber niemals spielen konnten? Ich habe nie gespielt, das heißt, man hat es mir immer weggespielt sozusagen. Ich wollte immer den himmlischen Beamten im Lilium spielen, den der Moser gespielt hat, nachdem ich den Moser sehr viel nachgespielt habe, den Pfriem und was weiß ich was alles. Aber der ist mir nicht untergekommen. Ich musste zum Beispiel zu den Festspielen nach, weiß ich wie das heißt, irgendwo in der Nähe von Frankfurt, ja Heppenheim, musste ich fahren, um dort endlich einmal den Richter Adam im Zerbrochener Krug spielen zu können. Die Josefstadt ist jetzt wieder ein Thema. Das ist kein Thema, sondern eine Tatsache. Ich wollte, wie viele meiner Kollegen, sehr gerne den Herrn Hackl haben. Der Hackl ist damals nicht gut behandelt worden und wurde auch krank. Jetzt ist er Gott sei Dank wieder gesund. Und der Hans Kratzer, den ich als Burm kenne, der ist leider krank und wurde auch nicht gut behandelt, wie er abserviert wurde. Nun ist es aber mal so. Und ich wünsche dem Hansl Kratzer wirklich, er soll bald wieder gesund sein. Und Helmut ist wieder zurückgekommen. Und das ist einer, nicht nur neben Franz Stoß, ein meiner Lieblingsdirektoren. Mit Direktoren hat man immer so eigenartige Verhältnisse, ne? Zum Beispiel mit dem Johann Holländer von der Staatsoper. Das erfällt, man liebt sich insgeheim, aber man streitet unentwegt. Er fordert sie oft heraus auch, glaube ich. Oder? Ja, aber das ist seine Kunst und er hält dieses Opernhaus wunderbar zusammen. Wir streiten, dass die Fetzen fliegen und dann sitzt man wieder nahezu Hand in Hand. Und ich habe bei ihm den Frosch gespielt. Übrigens, den Frosch habe ich gespielt in Hamburg, den Frosch habe ich gespielt in Zürich, den Frosch habe ich gespielt im Raimundtheater, den Frosch habe ich gespielt im Redutensaal mit dem Hesters, glaube ich. Und jetzt habe ich beschlossen, mit dem Lohner zu helfen und ein Stück zu, nicht mehr einen fixen Vertrag zu geben. Dazu bin ich zu alt. Und es kommt ja dann hoffentlich 2006 ein würdiger Nachfolger. Und um die Zeit zwischen Lohner und Lohner zu überbrücken, war ich jetzt ein Jahr am Volkstheater. Habe dort in Hohe Alte, ein Bau als Millionär gespielt. Spiele übrigens auch ein paar Zier auch. Und dann werde ich ein Stück, wie gesagt, inszenieren an den Kammerspielen. Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde. Das werde ich inszenieren und spielen mit dem Ossi Kohlmann, den Zauner und mit der großartigen Frau Czerwig. Die war jetzt in Prag vor kurzem, wie gesagt, die Leute reden von der alten Monarchie, wie wenn sie gestern gewesen wäre. Und bei aller Aversion und bei aller von gewisser Seite aufgestachelten idiotischer Abneigung, Veto für Temelin, Veto für Benesteckrät, das ist alles Mumpitz, das ist alles Vergangenheit. Da müsste man sagen, auch nie wieder an einen Tisch mit Deutschland. Was hat Deutschland angestellt? Könnte auch sagen, was hat Österreich angestellt? Ich erinnere an den Spielberg bei Brünn, wo die Menschen blind gemacht wurden und so. Also von der Vergangenheit. Man muss einmal sagen, jetzt ist Schluss, jetzt fangen wir von vorne an. Ich bin sogar bereit, die Schweinereien des Naziregimes nicht begraben zu lassen, sondern zu sagen, also ab jetzt will ich versuchen, nicht mehr dran zu denken. Die alten Deppen sind schon tot. Der Depp wird auch bald folgen. Und die Jungen sollen es halt gescheiter machen wie wir. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich denn wünschen? Wollen Sie es politisch wissen? Was Ihnen wichtig erscheint? Eine große Koalition, damit die Interessen der Bevölkerung von einer wirklichen Mehrheit vertreten werden. Endlich ein etwas weniger kaltes Österreich, ein berechenbares Österreich. Jeder von uns sollte bereit sein, ein kleines Opfer zu bringen, aber nicht nur die kleinen Leute, die mittleren Leute, sondern auch die wirklich Gestopften. Solidarität ist gefordert. Und das geht nur in einem sozial
verträglichen Klima. Und das wünsche ich mir.